wir verraten euch jetzt, wie ihr das Worst-Case-Szenario Schritt für Schritt rückgängig machen könnt. Als erstes müsst ihr euer Smartphone in den Flugmodus versetzen. Ihr kappt also die komplette Internetverbindung zu eurem Handy. Im zweiten Schritt schließt ihr WhatsApp nun komplett. Ihr verlasst also die App und schaut, dass sie auch nicht mehr im Hintergrund bei euch läuft. Als nächstes geht ihr in eure Handy-Einstellungen, denn jetzt müssen wir das Datum umstellen, und zwar auf einen Zeitpunkt vor dem Versenden der ungewünschten Nachricht. Jetzt könnt ihr WhatsApp wieder ganz normal öffnen, allerdings muss das Internet noch deaktiviert sein. Ihr löscht die Nachricht, indem ihr lange auf den Text draufklickt, bis die Option Löschen erscheint. Nachdem ihr die Nachricht erfolgreich gelöscht habt, könnt ihr wieder aus dem Flugmodus raus, und jetzt ist die Nachricht für den Empfänger auch nicht mehr zu sehen.